Hallo liebe Leute, mal wieder ein spontanes Video. Ja, wie ihr wisst, einige Leute sehen da von Natur aus scheiße aus. Und einige Leute sehen, wenn sie krank sind, noch beschissener aus. Also ich rede wieder drauf los, kein Konzept, ich habe mir keine Stichwörter gemacht. Vielleicht hat das Herr Tutorial auch mal gemacht, er war krank, angeschlagen, hat dann so gesagt, hallo liebe Leute, ja ich bin richtig krank, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video für euch Lieben, ja damit ihr wisst, dass es mir gut geht, macht einen Daumen hoch, damit ich schneller gesund werde und mehr Kohle kriege für die Medikamente, die ich brauche, damit ich schneller gesund werde, la la la. Ja, warum mache ich dieses Video, obwohl ich so angeschlagen bin und so dumm war, mit dieser Erkältung joggen zu gehen bei dem Wetter? Ja, ich möchte sagen, nein, das möchte ich nicht sagen. Es geht darum, wenn ihr krank seid und ihr seid in einer Beziehung, dann ist es doch schön, wenn ein Partner da ist, der sich um euch kümmert. Also ich sage jetzt mal so, meine Freundin, die ich jetzt nicht habe, ist krank. Ich würde zu ihr hingehen, wenn sie eine Grippe hätte. Klar, ich würde zu ihr hingehen. Ja, ich könnte mich auch anstecken, aber es wäre mir scheißegal. Wenn ich sie gesund gepflegt hätte, kann es natürlich passieren, dass sie krank werde. Ja, dann pflegt sie mich gesund. So ist das nun mal in einer Beziehung. Und wenn ihr euch... Und wenn ihr jetzt sagt, ey, Tong, das ist aber echt doof, dass du das jetzt vorschlägst. Sie ist krank, sie braucht ihre Ruhe. Ja, wisst ihr, wenn eine Person da ist, die sich um eine kranke Person kümmert, dann wird diese kranke Person schneller gesund. Und das ist doch wohl schön, wenn ihr krank seid und da ist jemand, der sich um euch kümmert. Nicht nur, dass ihr Bimbo habt, der euch Tee kocht, sondern einfach der in der Nähe ist und auch mal mit ins Bett kommt, um mehr Wärme mit reinzubringen. Man wird automatisch schneller gesund. Natürlich, als Junge ist natürlich schön, wenn man dann das Mädchen noch zum Lachen bringen kann, obwohl sie krank ist, denn Lachen ist ja gut fürs Immunsystem. Aber wie ihr seht, ich lache viel, aber bin trotzdem krank geworden. Spontan, ja, das ist immer ein Problem, wenn ich spontan sage, überlegen. Jetzt fällt mir ein, was ich sagen wollte. Beziehung ist natürlich mehr als küssen, in der Stadt zusammen zeigen und angeben oder bei Facebook hier in einer Beziehung, bla bla bla, oder ich liebe ihn und sie liebt ihn. Ich liebe ihn. Sie liebt ihn und sie, ist scheißegal. Ja, krank bin ich, noch ein bisschen dümmer als sonst, also seid mir nicht böse. Und wie gesagt, das ist spontan. Was soll ich noch sagen? Genau, es ist mehr als bla 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 und Sex und Geschlechtsverkehr, Oralverkehr, Blowjob, bam bam. Es ist mehr. Bei einer Beziehung ist es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, es ist mit Arbeit verbunden, aber das ist... ja, nichts Neues für euch, nicht wahr? Ihr kennt euch ja aus mit Liebe, wenn ich mir so die kleinen Kinder angucke, die in einer Beziehung sind. Ah, wir sind alle so toll, oh, die Liebe ist so schön. Wenn ich ein Mädchen hätte, das nicht zu mir kommen würde, obwohl ich krank bin, ich würde sofort mit ihr Schluss machen. Denn das ist dann so ein Mädchen, das mich sofort verlässt an einem Tag, wo ich ins Koma falle. Sie wird mich sofort verlassen, obwohl der Doktor wahrscheinlich sagt, er hat eine Chance wieder aufzumachen. Sie wird wahrscheinlich einfach abhauen, einen neuen Kerl haben. Wenn ich dann aufwache, bin ich alleine, habe nichts mehr, hat mir wahrscheinlich mein Haus geklaut, mein Auto, mein Dreier-BMW, nein, Quatsch. Also, selbst wenn ihr keine Freundin habt, dann... sollte sich halt die beste Freundin um euch kümmern. Oder ihr kümmert euch um die beste Freundin. Denn ich meine, eine Freundschaft ist vielleicht sogar mehr wert als eine Liebe. Denn in der Liebe wird man oft enttäuscht. Bei Freunden, naja, ist es schon etwas schwerer. Man kann ja einen guten Freund ja schlecht betrügen. Man ist ja nur so freundschaftlich. Ihr wisst schon, Freundschaft ist ja so wie Liebe, nur ohne Sex und sowas. Ja, nein, natürlich nicht. Und Fuchs, falls du das siehst, ich weiß nicht, warum du überhaupt bei den Videos weiterguckst, wenn du wirklich eine Freundin hast, wie ich das bei dir in deinen Videos gesehen habe, geh doch bitte zu ihr und kümmere dich um die, anstatt die Zeit mit mir zu verschwenden. Guck mal, ich bin angeschlagen. Wünschst du mir den Tod? Ja, schreib das ruhig. Mach mal ein etwas, bitte niveauvollen Kommentar. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr schreiben. Und geh zu deiner Freundin. Verschwende nicht die Zeit, in meinen Videos oder irgendwelche schlechten Kommentare zu machen. Du machst dich nur selber zum Affen. Ich habe nichts gegen Affen, ich mag Affen. Also von daher. Keine Sorge, Leute, Unkraut vergeht nicht. Ich darf nicht sterben, ich darf noch nicht sterben. Es gibt noch so viel zu sagen. Herr Tutorial ist Geld, geil und schwul. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt darf ich von der Welt Abschied nehmen. Und das ist dann mein letztes Video. Ach Quatsch, sowas wie ich, naja. Das findet man ja hier in der Ecke. Ich bin, wie nennt man das nochmal? Austauschbar, genau. Ja, so hier, klick, neu. Ist ja auch so, Frauen sehen wir uns ja auch als Taschentücher an. Benutzen. Und weiter. Obwohl umgekehrt, der Mann macht und dann holt er sich eine neue, macht dann wieder
Oh mein Gott, obwohl ich krank bin, kann ich es immer noch nicht lassen, die schlechten Sprüche rauszulassen. Aber egal, ich glaube, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich habe dieses Video jetzt nicht gemacht, damit ihr es schreiben sollt oder irgendwelche Leute. Gute Besserung, das sollt ihr nicht schreiben. Schreibt es bitte nicht, denn es gibt irgendeinen Idiot, der dir schreibt, boah, du brauchst ein Video, damit Leute dir schreiben, gute Besserung, boah, du hast ja echt keine Hobbys und nein. Ich habe mir nur gedacht, sagen wir so, ich habe ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, dass ich gedacht habe, ich mache mal spontan dieses Video, ja. Also liebe Hater, Daumen runter kennt ihr ja schon, nicht abonnieren oder deabonnieren, besser gesagt, wenn ihr so dumm seid, nicht abonnieren, obwohl ihr Hater seid, egal. Also bitte, schreibt lieber, verrecke doch Tong, wie Tong verpisst dich, ja, er stirbt, hoffentlich verreckst du, Japse oder Hurensohn, ne, nicht wahr, Fuchs, nicht wahr, ja, ja. Euer Bitong, bis zum nächsten Mal.